Die einzige Bierkönigin, die das schon zweimal mitgemacht hat. Oder? Eine Mal, letztes Jahr habe ich geschwätzt. Servus miteinander. Auf eine schöne Bleibung. Moment, das kann nicht sein. Ja, das ist aber so. Einmal kurz alleine zu gehen. Es wurde schon erwähnt, dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jubiläum. 400 Jahre. Maibocker hat am harten Tag in der Sicht, denn er hat den ganzen Tag den Christian Ude begleitet. Er wollte nur sicher sehen, dass er auch wirklich aufhört, meine ich. Wie bei Josef Schmidt in der CSU München, da gibt es so ähnliche Veranstaltungen. Eine Veranstaltung, die man eigentlich blöd findet, aber einfach hingeht, weil es wichtig ist. Das war's für die Grüne der Maibock, das ist für die CSU München der Christopher Street Day, gell? Ich musste Aufnahmeprüfungen machen. Die Tests, das ist nicht so leicht im Bayerischen Kabinett. Ich musste ein Lederhosen-Casting mit Schorsch Hackl machen. Ich musste alle 238.000 Folgen von Da Horn ist Da Horn anschauen. Ja? Ich musste einen Dialektkurs in der Hubert Aiwanger Sprachstiftung belegen. Und ich musste den ultimativen Christian ohne Geografietest für Anfänger bestehen. Gemacht unter den Ministern. Die Ministerin gefragt, was soll verlagert werden. Da gab es ein einhelliges Votum, eine Behörde müsse verlagert werden, und zwar die Staatskanzlei am besten nach Hof, damit jeder seine Ruhe hat, meine Damen und Herren. Natürlich den Aloysius für den besten Dokumentarfilm, der geht an Christian Ude, den werden Sie bitte überreichen. Christian Ude für das packende Dokudrama Meine total sinnlose Reise durch Franken. Ich will nicht Münchner OB werden.